Gabi! Ja, Mensch! Ich werde immer wieder überrascht, aber heute wusste ich ja, dass du da bist. Philipp Müller, genau, er steht schon auf dem ausverkauften Hausplakat drauf und ja. Extra angereist aus Dresden. Ich bin heute quasi der Importschlager. Erzähl mal, wie fühlst du dich heute? Ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Das ist heute mal was ganz anderes, was Besonderes. Und aber wir werden heute, wir haben bisher schon viel Spaß gehabt, wir haben wunderbare Kollegen heute da. Mhm. Und ich glaube, die Leute sind hier richtig gut drauf, wurde mir gesagt. Und ja, wir werden einfach ein paar schöne Titel spielen und dann, denke ich, passt das. Was hast du dir vorgenommen? Was möchtest du den Leuten präsentieren? Natürlich Weiter und Weiter, die aktuelle, immer noch aktuelle Single. Mhm. Aber wir werden auch schon mal die neue Single anstimmen. Das ist heute große Premiere, der Leuchtturm. Den werden wir heute einfach mal machen. Schauen wir mal. Das erste Mal live. Allererste Mal, ja. Ich meine, ich kenne es ja schon, aber toller Titel und vielversprechend auf jeden Fall. Das freut mich, wenn es dir gefällt. Und euch da draußen hoffentlich auch. Aber ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden. Aber ich habe gehört, es dauert nicht mehr lang. Ja, ja, wollen wir mal hoffen, dass es nicht mehr lange dauert, ne? Das stimmt. Ansonsten, gibt es noch einen besonderen Titel, den du vorhast zu singen? Ja, ein paar Coversongs werden wir heute mit dabei haben. Okay. Oder werde ich mit dabei haben, natürlich. Damit die Leute mich heute kennenlernen. Ne? Manche Kollegen haben ja so ein bisschen einen kleinen Vorsprung, weil sie letztes Jahr schon mal da waren. Aber ja, das machen wir so. Und dann schauen wir mal. Wie sind deine Pläne für die nächste Zeit? Ja, für die nächste Zeit. Heute bin ich in Oberhausen. Nächste Woche Sonntag bin ich schon wieder in der Gegend, nämlich in Köln beim Straßenfest. Ich weiß gerade nicht welches, aber... Nippes. Ja. Genau. Ansonsten steht das auch bei den Straßenfesten bei Facebook, steht immer das Datum und der Ort. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Und du auch. Definitiv dabei. Wir werden uns auf jeden Fall gleich nach deinem Auftritt auch noch mal kurz wiedersehen. Sehr gerne. Dann kannst du uns mal so erzählen, wie es war. Genau. Du kommst mit? Ich komme mit. Ihr kommt mit? Wir nehmen alle mit. Wir nehmen alle mit. Okay, dann sage ich einfach mal bis später. Bye. Bis später. Ciao. Ja, kannst du zur Seite, keiner zurück. Du gehst mit mir und zusammen den Weg. Weiter und weiter und weiter. Ich gebe es zu, ich war ein Spieler und ich hab das Spiel verflucht. Vor mir stehst du, da weiß ich wieder, ich hab auch noch nicht gesucht. Du nimmst meine Hand und ziehst mich nach vorn. Das war für uns nie bedeutsam. Das andere Sagen hat sich nie interessiert. Wie es auf uns ist geschehen. Wir gehen zusammen durch Feuer und Leid, um unsere Welt zu verstehen. Fehlt halt uns die Zeit, wieder aufzuweisen. Philipp Müller hier nochmal. Ja! Philipp, du bist dann heute hier der Eisbrecher des Abends gewesen. Der Eisbrecher. Und das Interview zum Abschluss machen wir jetzt hier als Letzte, weil alle anderen mussten wir jetzt vorziehen, genau. Weil die alle nach Hause wollten. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht, ihr auch, deshalb konnten wir das jetzt ein bisschen schieben. Genau, so machen wir das. Philipp, wie war's denn? Erzähl mal. Ja, super. Also schön, die ne? Ja. Es ist natürlich am Anfang so eine Veranstaltung, müssen die Leute, da gucken die erstmal an, müssen erstmal warm werden, aber die sind sehr schnell warm geworden und ja. Ja, war echt toll, muss ich sagen. Ja. Die haben nach dem zweiten Song haben sie schon richtig mitgemacht, die haben getanzt. Ja, die haben schön getanzt. Ja. Wunderbar.
Wir haben ein schönes Foto gemacht für Facebook, werden wir dann reinstellen. So sieht's alle aus. Alle die Hände nach oben. War genau. Super. Und dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, ist auch hier so ein ganz bisschen anders als so im Osten, ne? Das ist oder? Wirklich eine andere Geschichte, muss man ehrlich sagen. Aber schön. Man braucht ja die Abwechslung. Genau. Eigentlich, die ist wichtig. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch wichtig, dass man dich jetzt hier in NRW auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Genau, genau. Ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, bin ich ja im Oktober wieder dabei. Bei ja, dem genau. Veranstalter. Der Veranstalter hat gleich gefragt, weil er so direkt gut angekommen auf der Bühne. Ist, sofort. Ja, genau. Also, ob er im Oktober wiederkommt. Genau, machen wir. Ja. Wir würden jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Wir machen Schluss. Und bald gibt es ja was Neues zu berichten. Bald aber da es. Werden wir uns noch mal drüber unterhalten. Das machen wir extra. Genau. Und dann werden wir nämlich ganz exklusiv euch erzählen, was es dann so Neues gibt von Philipp. Ja. Ne? So das verraten wir jetzt gar nicht. Dann Nein. halten wir ein bisschen die Spannung oben. Genau. Dein Flug geht morgen. Morgen. Okay. Wieder zurück. Und? Dann werde ich noch ein bisschen Feiertag genießen. Ich hoffe ja. Ach nee, ihr seid nee, morgen schon wieder an Tour. Ich darf morgen dann entspannen. Genau. Und dann, ja, bin ich ja in einer Woche schon wieder da. Genau. So schnell geht's. Man sieht sich dann in Köln-Nippes auf dem Straßenfest. So Gut. machen wir das. In diesem Sinne. Ich wünsche dir auch jetzt noch einen schönen Heimweg oder einen guten Heimweg. Ich euch auch. Ne? Okay. Wir sehen uns. Mach es gut, wie sagt Bis man? Bis nächste Woche. Tschüss.